Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von, ja, wie nennen wir das eigentlich? Hab mir jetzt noch gar keinen Namen überlegt, wie ich das genau nenne. Ja, Perpetual Testing, das ist zumindest der englische Name. Und zwar war mein Aufruf, dass ihr mir eure Testkammern zusendet. Dazu das Ganze halt eben speziell benennt und auf Steam hochladet und über die Suchfunktion finde ich es dann. Ich habe jetzt schon die erste Einsendung bekommen von Crazy Smurf. Danke an ihn in dieser Stelle. Und zwar heißt die Testkammer Slippery Cube and Angled Panels. Gut, sieht man jetzt hier nicht so. Ich kann es auch irgendwie nicht weiter verschieben. Da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt drüber, wie denn diese Testkammer denn ist. Sie scheint zumindest schon mal ein bisschen komplexer zu sein. Das gefällt mir auf jeden Fall. Dann fangen wir jetzt direkt an, sie zu spielen. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich sowas spiele. Hab vorher nur mal ganz kurz eine Testkamera runtergeladen, um mal zu schauen, wie das Ganze Welcome, funktioniert. test subject. It's Cave, Prime, Hallo Alert Cave. One. I am speaking to you from across time and space. I am literally in the future. Oh. Hold on. What? All right, my assistant Greg tells me none of that's true. Got excited. You are the first test subject we have ever sent into a parallel universe, which apparently has nothing to do with time travel. Still exciting. Anyway, you should be seeing a test chamber in front of you. We designed it. Those backwater universe yokels built it, and you're gonna test it. Remember, you gotta let us know if it works or not. Otherwise, you're wasting everybody's time on two Earths. All right, get to it. Okay, ja, dann wollen wir doch direkt mal zu loslegen. Weil ansonsten verschwenden wir die Zeit sogar auf zwei Erden, nämlich auf unserer, wo Cave Johnson Prime, wie er sich ja eben vorgestellt hat, ist. Und diese, ja, was weiß ich, Tiere, Oktopus oder sonst was auf dem Planeten, wo wir hier gerade sind, um die Testkammer zu testen. Okay, wir haben. Gut, der Name passt dort auch nicht ganz hin, aber es steht dort auch. Testkammer 1. Wir haben Katapulte, Umlenkwürfel, diese tödliche Suppe, Laser, Lichtbrücken, Würfel. Oh, das ist hier das Beschleunigungsgel. Tödliche Laserwände, diese, ja, was sind das hier? Antigravitationsgewahrbar und noch mehr Würfel. Dann schauen wir uns doch gleich erstmal um, was wir denn hier haben. Okay, keine Portalflächen, wie ich sehe. Also wir haben ja einen Knopf, der macht das hier hoch. Okay, schon mal gesehen, dafür brauchen wir einen Würfel. Okay, hier haben wir einen Laser. Ich denke mal, der muss da rein. So sieht das zumindest aus, damit wir dann dort hochkommen und dort oben. Dort ist der Ausgang. Sieht man schon mal, dass dort der Ausgang ist. Das heißt also, wir müssen den Laser dort reinkriegen. Das ist unser Ziel. Hier gibt es nichts außer der tödlichen Suppe. Da geht es auf jeden Fall noch weiter. Na gut. So schwer kann das ja nicht sein. Na, mal hier durch. Dann geht der Laserstrahl dort. Ha. Okay. Ja. Also das passt schon mal nicht, weil sobald wir hier durchgehen, blub, Portale weg. Gut. Oder auch nicht. Dann schauen wir uns erstmal weiter um, was wir denn hier noch so haben. Also hier haben wir eine Lichtbrücke. Dort haben wir auch so ein Ding, was da rein muss. Okay. Oh, das sieht hier schon ein bisschen komplizierter aus. Okay, und hier unten haben wir. Was haben wir denn hier unten? Achso. Gehen wir mal hier runter und hier haben wir nichts, außer anscheinend einer Beschleunigungsstrecke, womit wir dann hier halt irgendwie auf Geschwindigkeit kommen. Gut. Ja, gut, das sieht jetzt nicht ganz so schwer aus. Aber mal schauen, das kann ja schon. Also. Hui! Okay, ja. Dann, das war wohl nicht der ganz richtige Weg. Gut, das sah jetzt irgendwie zu einfach aus, ja. Hallo. Ups. Ja, dann schauen wir uns da vorne nochmal um. Was macht der Knopf hier eigentlich? Ach, der macht das Ding weg. Das ja. Habe ich so verstanden. Habe ich so verstanden. Okay. Ja, hier haben wir auch noch was. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir hin? Dort passt kein Portal. Also dort kriegen wir ein Portal hin, ja. Da unten das Portal bringt nichts, weil passiert ja nichts. Okay, hier haben wir auch noch eine Portalfläche. Und dann. Ja, nu. Ah ja, können wir jetzt da drauf. Und dann. Ah, guck mal, was ist denn da? Ah.
Ah, gesehen. So, jetzt denke ich mal, brauchen wir nämlich die Geschwindigkeit, die wir dort unten kriegen. Ha. Ah, das ist ja fies. Das ist ja fies. Naja. Patsch. Gut, hätten wir das auch erledigt. Oh, ein Knopf. Der Knopf macht jetzt was? Ah, der ermöglicht... Achso, der hat das Ding da unten lose gemacht. Das heißt, jetzt haben wir hier eine Lichtbrücke. Okay, das ist jetzt auch nicht so schwer. Und hier sonst noch was? Nee. Okay, dann müssen wir jetzt einfach nur noch hier rüberspringen. Und mal schauen, was wir jetzt da drüben haben. Oh, da haben wir den nächsten Knopf. So, der macht jetzt... Achso, der hat jetzt das geändert. Ah, okay. Der hat jetzt also das hier angewinkelt. Komme ich jetzt irgendwie runter? Scheiße, wie komme ich jetzt weg? Alter, wie komme ich jetzt hier weg? Kann ich jetzt da runterspringen? Hm. Es ist ja, ne? Ist ja schon was fieser. Hm. Komm ich hier drauf? Anscheinend nicht. Vielleicht von der anderen Seite komme ich da drauf? Nein. Na gut, ich dachte, ich kann vielleicht einfach über die Lichtbrücke laufen. Okay, die ist sowieso ein bisschen zu hoch, wie ich sehe. Ja, dann nehmen wir halt eben den Katapultstart. Hui. Ja. Alter. Das war also falsch. Müssen wir doch die Lichtbrücke nehmen? Tja, dann nehmen wir halt doch die Lichtbrücke. Das ist natürlich gemein. Aber dann, bitte, dann nehmen wir halt die Lichtbrücke. Das heißt, ich muss jetzt erst da runter, also drauf springen komme ich nicht. Dann nehme ich halt eben... Scheiße, hier komme ich auch nicht lang. Alter. Ja, dann nehme ich halt eben das... Da unten habe ich doch noch eine senkrechte Wand da unten gesehen. Hier, ne? Dachte ich mir doch, dass hier doch noch so eine Wand ist. Ich habe gesehen. Dass hier schon eine Scheiße machen muss. Also, muss ich schon sagen, das ist schon kreativ. Doch, nicht schlecht. Gefällt mir. Gefällt mir bisher. Okay, jetzt sind wir hier unten. Oh, hier geht es dann direkt ordentlich weiter. Hm. Na toll. Na toll. Ja, ich hab's kapiert. Ja. Oh Mann, ja. Geh weg. Das war jetzt natürlich grundlegend falsch, was ich gemacht habe. Eieiei. Dass sie immer so Probleme verursacht. Also gut. Der Fehler, der war, ist halt, dass ich da runtergegangen bin. Also nochmal von vorne. Bis hierhin. Hierhin. Ducken, durchlaufen. Das heißt, also ich muss erst auf der anderen Seite, nämlich, oh, jetzt komme ich hier gar nicht runter. So, muss ich nämlich erst hier das Portal hin machen. So, wenn ich jetzt nämlich hier runtergehe und das blaue Portal setze, dann komme ich auf der anderen Seite einfach hoch. So. Jetzt haben wir hier wieder irgendwas aktiviert, wobei ich gerade nicht sehe, was. Ah ja. Okay. Sag mir nicht, ich muss das jetzt hier fangen. Oh, Moment. Okay. Das kriege ich noch. Hm. Hm. Ist das natürlich die Frage, wie kriege ich das gefangen? Wenn ich einfach dort rüber gehe... Klappt ja auch nicht. Verdammte Hacke! Scheiße. Okay, das ist gar nicht mal so einfach, wie es aussieht. Ja, das wird schon anstrengend. Also da hat derjenige, also hat der Crazy Smurf, der hat sich schon ordentlich gemacht. Jetzt muss ich wieder alles von vorne machen. Gibt es ja eigentlich auch eine Speicherfunktion? Ja, gibt es.
Gut, dann weiß ich das fürs nächste Mal. Wir müssen also speichern. Hier. So, da drauf. Einmal wieder rüber. Mache ich das mal eben im Schnelldurchgang nochmal. Ja, ouch. Erstmal voll in den Kopf. Ja, was habe ich denn... Alter, wie blöd bin ich eigentlich? Ja, das ist das, wenn man hier spontan irgendwas machen will und dann nur so ein... Okay, jetzt hatte ich ja wenigstens gespeichert. Okay, jetzt speichere ich mal jeden Fortschritt einzeln. Also sonst klappt das ja echt nicht. Das heißt also, hier runter. Da oben drauf. Runter. Klatsch. F6. So, bis dahin sind wir gekommen. Jetzt als nächstes. So, wie komme ich denn jetzt hier runter noch? Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Hä? Bin ich total bekloppt? Bin doch letztes Mal auch einfach da runtergesprungen. Wieso geht das diesmal nicht? Ach nee, wir sind hier rübergesprungen. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, da werden sich jetzt einige wieder die Köpfe, also die Hände an die Köpfe schlagen und sagen, oh mein Gott, nein, nicht der schon wieder. Warum macht der so eine Scheiße? Ja, ich mach so eine Scheiße. Jetzt müssen wir hier runter. Genau, hier war es. Dort drauf. Das Blaue ist oben, das heißt, ich muss hier jetzt das Orange Pot. Nein, nicht springen, sondern einzeln, genau. So, hier ist das. Ja, genau. So. Jetzt kommen wir hier durch. Schnell auf der anderen Seite, sobald wir den Knopf gedrückt haben, noch einmal speichern. Beziehungsweise ich speichere jetzt. Einmal dort. Einmal dort. Da ist ein Knopf. F6. So. Mal ganz stumpf probiert, ob das funktioniert, wenn ich jetzt hier einfach dieses... Nein, funktioniert natürlich nicht. Alter! Lass mich in Ruhe! Doch ran? Wie komme ich jetzt an diesen an dieses blöde Teil ran? Gibt es da vielleicht doch noch irgendwo einen Trick oder sowas? Stimmt. Ha. Mist. Nein! Nein! Ach, Alter. Lass mich in Ruhe. Nein! Ach, Mist! Verdammte Hacke! Ah! Da muss ich nochmal gucken. Also das kann so nicht richtig sein, dass man sich hier so durchquälen muss. Da gibt es bestimmt irgendwie einen Trick. Das ist garantiert irgendwie ein Trick. Och, ich bin doch blöd. Alter Lachs. Ich bin doch total bescheuert. Ja, das muss man aber auch erstmal sehen. Lass mich hier hoch. Lass mich hier hoch. Danke. So, jetzt fange ich die Würfel einfach. Danke. Habe ich meinen Würfel. So. Dorthin. Jetzt kann ich hier einfach runter. Richtig. So, jetzt haben wir den Würfel. Und das hier schon mal erledigt soweit. Das heißt, jetzt kann ich das hier hinsetzen. Top. Das ist da auch aus. Hier. Eins hinsetzen. Das andere... Oh. Wo ist jetzt die Frage? Wo setze ich jetzt das andere Portal hin? Hm. Da hinsetzen bringt mir nichts.
da genauso wenig, weil dann komme ich hier zwar durch, aber häng halt hier rum. Ist ja auch bescheuert. Wie kriege ich denn jetzt den Würfel auf die andere Seite? Das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. So, weg. Ne? Ah ne, da haben wir einen Laser. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, glaube ich. Also ich muss den Laser irgendwie hier hinkriegen. Oh, das ist jetzt nicht so schwer. Das schaffe ich. Und zwar einfach durch... Moment, jetzt muss ich erstmal dort oben wieder ein Portal hinsetzen. Ich glaube, das klappt jetzt. Von hier aus. Ja, klappt. So. Ich muss jetzt nämlich erstmal hier auf den... auf die Brücke drauf. Ach komm. Jetzt lass mich drauf. Ja, komm, lass mich durch. Ah, top. Hat geklappt. So, jetzt muss ich erstmal hier auf die Brücke drauf. Von der Brücke aus muss ich jetzt nämlich dort... Klappt nicht. Mist. Okay, dann machen wir es anders. Dort ein Laserstrahl. Ach nee, ich kann ja jetzt von dem Würfel... Ach, jetzt so komme ich da drauf. Okay. Das klappt natürlich. Dann gehe ich hier einfach auf den Würfel und dann von hier aus drauf. Dann kann ich den Würfel einfach hochnehmen. Genau, so macht man das. Dann muss ich das hier hinsetzen. Au. Okay, das ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Nochmal. Das Portal, orange Portal da steht ein bisschen scheiße. Ja, guck mal auch gar nicht warum. So müsste es besser sein. Ja, schon viel besser. Schon viel, viel besser. Nein, jetzt hier einfach mit. Moment, kann ich das jetzt nicht. Nein, muss ich erst oben drauf springen. Na komm, hoch. So. Na toll. Und wenn ich das wegmache, geht's. Na super. Ne? Wie mache ich das denn jetzt? Alter, das ist ja gar. Das ist jetzt. Also gut, so weit kriege ich hin, ja? Das ist jetzt nicht so das Problem. Wie kriege ich das jetzt da oben gehalten? Oder aber, ich mach's mal anders. Das könnte eher funktionieren. Wenn ich jetzt nämlich, das hier ist das blaue Portal einfach mal da hinschieße und das orangene mal umdrehe, sodass der Strahl unten ankommt, dann müsste das doch theoretisch funktionieren. Jetzt haben wir den hier unten. So könnte es jetzt tatsächlich funktionieren. Jetzt setze ich das blaue dahin. Nein, auch nicht. Ne, dann muss ich das orangene irgendwie so setzen. Ist das so ganz knapp? Drüber? Genau so. So dachte ich mir das jetzt so. Jetzt springe ich hier nämlich drauf. Au. Au. Dann springe ich von der anderen Seite drauf. Nicht, dass das jetzt wieder auf der falschen Seite ist und deswegen nicht geht. Dann finde ich das nämlich gar nicht lustig. Au, 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 au. Ja. Komm, dann mach ja auch.
kann doch nicht so schwierig sein. Jetzt kommt, jetzt leg den blöden Würfel da hin. Genau so. So, jetzt hat's geklappt. Jetzt kommen wir hier rüber. Also, das ist echt schon knifflig. Also, Crazy Smurf hat sich da echt Mühe gegeben. Oh, Knopf drücken. Hab ich's gedrückt? Ja, ist gedrückt. So, und jetzt haben wir... Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Diese Knopfdrückerei. Weiß ich gar nicht. Ein Portal brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ist das jetzt aus? Hm. Och. Och, nö, nicht schon wieder. Komm, Junge. Ist doch nicht dein Ernst. Gut, dann hole ich mir jetzt mal den Würfel, damit ich dann da hochkomme. Würfel. So, jetzt muss hier doch irgendwo eine Portalfläche entstanden sein. Oder sowas. Irgendwas, wo ich dieses blöde Portal hier hinsetzen kann. Und mich jetzt durch die Würfel hier rüberkriege. Das kann doch jetzt nicht sein. Was ist denn jetzt passiert? Doch da. Diese Portalfläche ist entstanden. Die hier. Aber warum? Achso, für den Laser. Achso, für den Laser sehe ich. Achso, mit der Laser hier rüber kommt. Okay, das sehe ich ja ein. Okay. Aber. Jetzt setze ich den beispielsweise hier. Dann können wir hier rüberlaufen. Genau. Das sehe ich ja ein. Jetzt stellt sich mir halt die Frage. Das hier runternehmen. Dann habe ich hier wieder die ganzen Mist hier. Versuche ich jetzt mal was. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Ich versuche den Würfel jetzt einfach mal da durchzuwerfen. Mal gucken, ob das klappt. Verfickte Kacke. Scheiße. Okay, ich drücke nochmal F7. Jetzt habe ich natürlich vorher nicht gespeichert, ich Idiot, weil ich es wieder vergessen habe. Alter, wie viele Folgen soll denn diese verdammte Kammer denn dauern? Oh Mann. Oh Mann, das kann ich doch keinem erzählen. Jetzt ernsthaft, das kann ich doch echt keinem erzählen. Oh Mann, die werden mich doch alle für bekloppt halten. Oh nein, das war jetzt auch falsch. Ja, ich muss ja nicht das machen. Ach Gott, was ist denn heute hier los? Also war ja natürlich klar, dass ich direkt hier so eine Hammer-Ding bekomme. Direkt zu Beginn. Die auch alle schön denken, so, nee, das werde ich in einer Folge wird das hier hochgeladen, wie auch lange das auch immer dauern mag. Das ist mir vollkommen egal. So, dich habe ich jetzt hier wieder. So. Jetzt geht's hier wieder runter. Und jetzt wissen wir ja soweit schon. Und wir haben den Würfel speichern. Hier wieder das Ganze so relativ mittig legen, wie das ja eben auch war. Nein. So ungefähr muss es sein. Genau. So haben wir das jetzt auch wieder. Hier wieder hoch. Na komm, lass mich hier drauf springen. Ach, das gibt's doch nicht. Komm, jetzt mach hier. So. Au, 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 au. Das gibt's doch nicht. So. Jetzt haben wir das wieder erledigt, soweit. Gut. F6. Da müssen wir hier wieder speichern. So, jetzt drücken wir wieder diesen Knopf X. Ja, das heißt, da drüben, das hier dreht sich jetzt. Genau, hier haben wir jetzt eine Portalfläche. Und diese Portalfläche brauchen wir jetzt wofür? Weiß nicht. Weiß nicht, ob wir das echt dafür brauchen? Ach, jetzt, verdammt. Ich hätte erst wieder hochgehen sollen. Ich doof. Brauchen wir den Würfel hier noch.
Jetzt lege ich den Würfel wieder hier drauf. Kommst du? Was können wir denn jetzt mit der... Moment mal.